Karl Nehammer hat versucht, mit dieser Rede, die er gerade gehalten hat, sozusagen zu sagen, ich bin der Leader auf der rechten Seite und ich biete euch eh alles, was die FPÖ will oder das meiste, aber nehmt nicht diesen grauslichen Kickel. Also er versucht ein bisschen so etwas Ähnliches wie Kurz, nämlich die ÖVP als die führende Kraft im rechten Lager zu positionieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist eine der bedeutendsten Journalistinnen unseres Landes. Sie ist aus der innenpolitischen Szene nicht wegzudenken und seien Sie auf ein interessantes Gespräch gefasst. Herzlich willkommen, Daniela Kittner. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Frau Doktorin Daniela Kittner. Ich habe mir Ihren Lebenslauf angeschaut. Sie haben ja, wir werden das heute ein bisschen umdrehen. Normal fragen Sie immer. Ja. Sie sind eine wirklich sozusagen äußerst versierte Innenpolitik-Journalistin, haben viele Stationen sozusagen beim Kurier, waren viele Jahre beim Kurier, waren bei News, im ORF, sie haben noch in der Arbeiterzeitung mitgearbeitet, noch beim legendären Chefredakteur Robert Hochner, bei der Furche sogar. Sie haben in dem Feld dissertiert, Doktoratsstudium an der Universität, Gymnasium in Villach, eine ganz, ganz tolle Biografie. Und jeder, der sich mit österreichischer Innenpolitik beschäftigt, kommt über Ihre Kommentare nicht hinweg. Wie schätzen Sie denn sozusagen im Moment so die politische Landschaft in Österreich ein? Das ist vielleicht ein bisschen eine allgemeine Frage, aber wir kommen vielleicht da dann auch zu den Besonderen. Ja, also es ist natürlich heuer ein großes Wahljahr. Dieses Wahljahr wird geprägt sein von, glaube ich, einer Lagerauseinandersetzung, wobei in der sozusagen, wenn man so will, wenn ich grob vereinfache, auf der linken Seite ist die Führerschaft klar, das ist die Sozialdemokratie. Es wird vielleicht die eine oder andere, also noch Splitterpartei geben, Blasny oder keine Ahnung, wenn die Kommunisten vielleicht auch einen halbwegs attraktiven Kandidaten haben, aber im Großen und Ganzen ist da klar, dass die Vorherrschaft und auf der linken Seite hat die Sozialdemokratie. Auf der anderen Seite sehen wir gerade, dass es einen Kampf gibt um das rechte Lager. Karl Nehammer hat versucht, mit dieser Rede, die er gerade gehalten hat, sozusagen zu sagen, Ich bin der Leader auf der rechten Seite und ich biete euch eh alles, was die FPÖ will oder das meiste, aber nehmt nicht diesen grauslichen Kickel. Also er versucht ein bisschen so etwas Ähnliches wie Kurz, nämlich die ÖVP als die führende Kraft im rechten Lager zu positionieren. Ob ihm das gelingen wird, ist schwierig, weil die FPÖ halt in den Umfragen schon sehr lange, sehr weit vorne liegt. So sehe ich einmal die Ausgangslage für dieses Wahljahr. Dann werden wir sehen, wann die Wahlen tatsächlich stattfinden. Ich hoffe, dass der Europawahlkampf nicht ganz verdeckt wird von der Innenpolitik, weil das schon sehr wichtige Weichenstellungen in Europa stattfinden und europäische Politik eigentlich aus der österreichischen Innenpolitik fast zur Gänze verschwunden ist. Ja, nein, ich glaube, dass die Europawahlen auch sehr, 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 sehr wichtig sind und dass wir uns in Österreich überhaupt noch viel stärker dem Europathema widmen müssen. Wir können zu den Ländern, wo angeblich die Europa-Einstellung der Bevölkerung am schwächsten ausgeprägt ist. Ne? Ja. Richtig, leider. Und das hat natürlich auch was mit der Neupositionierung der ÖVP zu tun. Die ÖVP also ist ja immer die, wenn man zurückgeht zu Alois Mock, der Brief nach Brüssel, der berühmte, die ÖVP war schon die treibende Kraft, dass Österreich also überhaupt sich an die EU angenähert hat. Wobei man sagen muss, dass es dann umgesetzt wurde, ist hauptsächlich Franz Vranitzky zu verdanken, weil er sozusagen, wenn ich das so ausdrücken darf, die Sozialdemokratie ins Boot gebracht hat. Naja, das war nicht so einfach. Ja. War auch nicht so einfach. Ja. Ja, auch da gab es große Vorbehalte, insbesondere in der Wiener SPÖ, soweit ich mich erinnere. Ja.
Aber ja, und diese ganz klare proeuropäische Ausrichtung hat die ÖVP im Lauf der letzten Jahre ihrem doch zunehmenden rechtspopulistischen, sagen wir mal von Einsprengseln bis dann fast zum dominanten Kurs geopfert. Mhm. Und das ist schon einer der Gründe, warum die Europapolitik in Österreich nicht mehr so stattfindet und das proeuropäische Bewusstsein schwindet. Denn man darf ja nicht vergessen, Politik ist hauptsächlich Kommunikation. Mhm. Und wer soll denn, wenn die Minister sitzen in den Räten, wie Sie wissen, das müssen ja die Akteure kommunizieren. Und wenn sie es nicht tun, dann findet es nicht statt. Ja, ja, das ist. Aber man müsste da, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen im Bildungssystem auch investieren. Ja. Ja, natürlich. Also es ist insgesamt so, dass man ja, ich glaube, zwei Drittel der Gesetze, die der Nationalrat beschließt, da gibt es so eine Formel, sind direkt oder zumindest massiv europäisch inspiriert. Mhm. Und das ist viel zu wenig bewusst. Mhm. Es ist auch zu wenig bewusst, dass wir Teil der europäischen Rechtsordnung sind. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel gestern gerade wieder gelesen habe in einer an sich von mir sehr geschätzten Zeitung wie der Presse, die einen Titel gemacht hat, EuGH entscheidet gegen Österreich. Da ist sogar in Köpfen, wo das eigentlich verankert sein sollte, immer noch nicht präsent, dass wir Teil der europäischen Rechtsordnung sind. Und das ist auch unser Gerichtshof. Der entscheidet nicht gegen ein Land, sondern der entscheidet für oder gegen in einer Sache. Ja, 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 ja. Das ist nicht irgendeine abstrakte, übergeordnete Instanz. Ja. Und solche Dinge, die sollten eigentlich, glaube ich, in der Bildung auch eine Rolle spielen, dass man sozusagen nicht nur das österreichische politische System, sondern dass man das österreichische politische System eingebettet in das europäische politische System vielmehr transportiert und unterrichtet und erklärt, dass eigentlich über unseren Höchstgerichten ja noch der Europäische Gerichtshof eine Instanz ist, die wir anerkennen. Also wir haben da wahrscheinlich viel zu wenig in den letzten Jahrzehnten gemacht, was jetzt Unterrichtsmodelle, Schulbücher etc. betrifft. Ne? Da kommt ja die EU oft nur am Rande vor. Ja, ne? Und in Wirklichkeit ist sie bestimmend. Ja. Und in letzter Zeit denke ich mir oft, zum Glück ist sie bestimmend, weil viele, viele große Weichenstellungen auf europäischer Ebene vorgenommen werden, jetzt kann man viel Kritik üben, auch natürlich das Europa der Konzerne und so weiter, aber mir kommt vor, also die EU hat sich da in den letzten Jahrzehnten schon massiv bewegt. Sie ist viel politischer geworden. Es ist nicht mehr nur so ein Markt, der von Marktteilnehmern gestaltet wird, sondern die Europäische Union ist viel politischer geworden. Der letzte zwei politische Schübe hat sie erfahren durch die Pandemie, wie man gesehen hat, wie abhängig Europa eigentlich von Lieferketten ist und von Produktionsstätten in Asien, dass wir nicht einmal mehr Masken im auf diesem großen Kontinent Antibiotika zusammenbringen, Medikamente. Richtig. Dadurch hat sich die EU eigentlich ihrer selbst bewusst machen müssen, wie verletzlich sie eigentlich ist. Und das Zweite ist natürlich der Angriff Russlands auf die Ukraine. Da gibt es jetzt einen riesigen Schub in Richtung gemeinsamer Verteidigung, gemeinsamer Sicherheitspolitik. Das darf man nicht unterschätzen. Und immer mehr von diesen großen Weichenstellungen, auch in politischer Hinsicht, finden auf europäischer Ebene statt. Und das kommt in dem Land einfach bei uns viel zu kurz. Jetzt hat man, wenn man so ein bisschen auf Europa draufschaut, hat man ja den Eindruck in den letzten Jahren gewinnen können, dass das ein ziemlich heterogenes Projekt ist. Nicht? Wir haben gerade im Medienrecht gibt es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Auffassungen, die sogar in eine Richtung gehen, die man als demokratiefeindlich dargestellt hat. Man hat in der ganzen Migrationsfrage sozusagen keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Man hat in Wirtschaftsfragen keinen gemeinsamen Nenner, in der Beurteilung auch des Russland-Ukraine-Krieges nicht immer eine einheitliche Linie gefunden.
Jetzt die Frage zu stellen, was kann man tun, um das sozusagen die Homogenität zu fördern, ist natürlich eine schwierige. Aber in welche Richtung muss die EU stärker gehen? Also ich glaube, der Weg der Politisierung, also weg von der reinen Wirtschaftspolitik hin zu einer umfassenden politischen Union, der ist eingeschlagen. Mhm. Da ist auch schon ein Stück passiert und es ist durch den Brexit, war ja die Gefahr, da hat man ja gesagt, hoffentlich hat das keinen Dominoeffekt, es ist aber das Gegenteil eigentlich fast eingetreten. Man sieht jetzt, wie sich Großbritannien selbst geschadet hat durch den Austritt. Also es ist schon so, dass ich glaube, dass dieser Weg auf der europäischen Ebene im Moment schaut er jedenfalls, es gibt immer Gefahren, aber schaut er jedenfalls nicht umkehrbar oder nicht gefährdet aus. Aber ich glaube, dass eine Bringschuld liegt bei den nationalen Politikern. Das war immer schon so, aber jetzt besonders, eben sich auch als europäische Politiker darzustellen und die Bevölkerungen mitzunehmen auf diesem Weg und nicht immer dieses Spiel zu spielen, die böse EU, was wir eh kennen, macht das und das, sondern darzustellen, dass sie ein Teil der europäischen Akteure sind, dass sie als gewählte Volksvertreter in der Europäischen Union mitbestimmen. Das war ja damals ein großes Argument bei der Volksabstimmung, was man gesagt hat, wir sind ein Teil und bestimmen mit. Aber diese Mitbestimmung, die Mitwirkung, die wird viel zu wenig kommuniziert hier. Ja. Und zu wenig beworben auch, warum man was macht und warum man diesen Weg für richtig hält. Ja, weil man vielleicht immer den Eindruck hat, Brüssel, Straßburg, Luxemburg und so weiter ist weit weg und dort sind irgendwelche Behörden, die entscheiden dann. Ich bin ja auch der Meinung, dass junge Menschen, so wie sie nach Wien fahren, aus den Bundesländern das Parlament besuchen, sollten sie auch die Institutionen in Brüssel oder in Straßburg besuchen. Machen viele Schulen schon oder zunehmend. Ja. Und überhaupt bei den Jungen, das sieht man ja in vielen Umfragen, ist ja das europäische Bewusstsein viel mehr ausgeprägt als bei den Älteren. Mhm. Und was auch, also bei den Studierenden, da ist es ja selbstverständlich. Ja. Es ist ja, also ja. Eigentlich wirklich die Integration am weitesten fortgeschritten. Ich glaube, es gibt wenige Studierende, die nicht mindestens ein Semester irgendwo auf einer anderen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut mit Erasmus und so weiter. Wunderbar, und anderen Programmen. Und auch die Internationalisierung auch in der Lehre an den Universitäten, wo sehr viel auf Englisch unterrichtet wird, bereits, sodass alle mitkommen können, die von Partnerländern auch zu uns kommen. Und das ist inzwischen selbstverständlich geworden. Also niemand regt sich dort über Anglizismen auf. Ich frage mich oft mal, also schon, wenn wir auch über Medien geredet haben, was da oft für Debatten stattfinden. Und in Wirklichkeit, die Wirklichkeiten sind oft teilweise schon weiter als das, was medial oft reflektiert wird. Ich verstehe. Naja, jetzt haben wir ein bisschen so den Blick auf Europa. Europa ist im Moment sozusagen von der Diskussion geprägt, dass man einen massiven Rechtsschub befürchtet. Wir haben jetzt auch Landtagswahlen in Deutschland, wir kennen die Umfragen dort, wir haben die Wahlen in den Niederlanden gesehen, wir sehen in verschiedenen anderen Ländern, dass sozusagen die politische Rechte stärker wird. Mhm. Sehen Sie diese Gefahr auch? Natürlich. Wobei ich verfolge sehr intensiv die Politik in Italien und da muss man sagen, also ich war überrascht, weil Fratelli d'Italia ist ja wirklich die Rechtsaußenpartei gewesen, die Salvini und Berlusconi rechts überholt haben. Und Giorgia Meloni hat sich aber, was die Europapolitik betrifft, unzweifelhaft positioniert. Also sie macht überhaupt keine antieuropäische Politik. Und sie hat sich auch in der Ukraine-Frage vom ersten Tag an an die Seite der Ukraine gestellt. Also ich glaube, es gibt, was ich damit sagen will, es gibt im rechten Spektrum
erstens einmal gibt es die Kraft des Faktischen. Also das weiß man ja, dass wenn manche in Regierungsverantwortung kommen, das soll anderen auch schon passiert sein, dass es dann ein bisschen anders ausschaut, als wenn man draußen ist. Ja. Und es gibt natürlich auch auf der rechten Seite sehr viele Schattierungen. Also die AfD ist wahrscheinlich eine größere Gefahr für Europa als die Fratelli d'Italia. Mhm. Weil auch deswegen, weil Deutschland natürlich ein Motor der Europäischen Union ist und das eigentlich mit Frankreich gemeinsam natürlich die bestimmenden Länder sind. Und wenn dort so eine Partei an die Regierung käme, wäre das für die Europäische Union ein viel größeres Risiko und eine viel größere Gefahr als, sagen wir jetzt, wenn in irgendeinem anderen Land eine rechte Gruppierung ans Ruder kommt. Also wir haben ja schon in Skandinavien gesehen, da gibt es ja auch Rechtspopulisten, die sind jetzt auch nicht, haben jetzt auch den EU-Kurs nicht so verändert, dass man sagen müsste, da gibt es ein Problem. Andererseits muss man sagen, es gibt auch wieder, Ungarn ist auch kein zentrales Land, sondern ein eher peripheres in der EU und da ist es natürlich schon ein Problem. Ja. Aber es ist vor allem, glaube ich, ein Problem für Ungarn, weniger für die Europäische Union. Jetzt ist die Frage, die Sie ja angesprochen haben, wir sehen, dass die politische Rechte sozusagen so pro-europäisch ist, durchaus sozusagen einen solidarischen Weg geht. Jetzt hat uns ein internationaler Beobachter, ein ehemaliger Minister, Außenminister, einmal vor kurzem in Wien gesagt, dass es da einen Strategiewechsel in der politischen Rechten gibt, der sich besonders in Frankreich deutlich zeigt, ja, dass man sozusagen die alten markanten Sprüche sozusagen beiseite schiebt, sich verbindend gibt, weltoffen, europäisch. Ist es ein Strategiewechsel oder ist es sozusagen, wie Sie vorher gesagt haben, eine Veränderung, die sich durch den Gang in die Institutionen ergibt? Ich denke, dass es wahrscheinlich in Frankreich, man muss wahrscheinlich die einzelnen Länder darf man nicht ganz vernachlässigen, die Situation dort. In Frankreich ist ja die konservative Partei, eine Sarkozy und so weiter, die sind ja komplett verschwunden. Und dort versuchen jetzt die Rechtsradikalen quasi dieses Feld zu besetzen. Bei uns ist es ein bisschen eine andere Situation als das, was ich eingangs gesagt habe. Es gibt zwei rechte Parteien. Die ÖVP hat sich eben eindeutig in Richtung rechts bewegt. Es gibt zwei rechte Parteien hier, die um die Vorherrschaft im rechten Lager kämpfen. Das ist nicht in allen Ländern so. In manchen eben sind die bürgerlichen Parteien komplett verschwunden und dort füllen einfach die rechten Parteien das Feld. Das war ja auch in Italien so. Die Democrazia Cristiana ist ja verschwunden und Berlusconi hat einfach das ganze Feld besetzt und dann sind neue Rechte dazu gekommen, die jetzt wieder die Forza Italia eigentlich ablösen und überhaupt seit er gestorben ist. Und so ähnlich, glaube ich, muss man das sehen. Also es wird in Deutschland die CSU, CDU, die ist einfach stärker und besser verankert und die wird nicht so schnell von der AfD weggefegt werden können. Und deswegen sind die ja auch radikaler und so weiter. Möglicherweise sollte die CDU, was ich eben nicht glaube, implodieren, ist es möglicherweise so, dass die schon sich überlegen, naja, da können wir uns jetzt viele Wähler holen, aber wir müssen jetzt ein bisschen in unserer Tonlage runtergehen. Also das kann schon sein. Aber ich halte es, wie gesagt, nicht unbedingt für einen, weil die rechten Parteien sind ja nicht so untereinander so abgestimmt. Die sind ja auf zwei oder drei Fraktionen aufgeteilt. Manche sind sogar in der EVP auf EU-Ebene. Und da gibt es ja drei verschiedene Abstufungen. Und also dass die da so eine einheitliche Strategie haben, das glaube ich nicht. Aber aus den einzelnen Ländern heraus glaube ich schon. Jetzt wissen wir aus der Sozialwissenschaft, aber auch gespickt mit vielen Zitaten, Willy Brandt, Bruno Kreisky und so weiter, gewinnen tut man in der Mitte. Ja. Ja? Und wie schaffen jetzt ÖVP und SPÖ sozusagen gerade sozusagen dieses mittlere Wählerpotenzial sozusagen zu erreichen? Ja, das ist sehr schwierig, weil beide Parteien, auch die SPÖ, ja mit Konkurrenz auf der linken Seite
zunehmend auch zu kämpfen hat. Also das ist ja die Gefahr für die SPÖ bei den kommenden Wahlen, ist ja, dass es zu viele Konkurrenten gibt, die ihr Stimmen wegnehmen. Die Bierpartei, also nicht nur ihr, auch den Grünen, aber dass dieser Austausch innerhalb des, dieses Lagers stattfindet und dann natürlich den Platzhirschen schwächt, weil dort, wo am meisten zu holen ist, dort geht dann halt auch was weg. Ja. Und daraus, glaube ich, ergibt sich, dass sich die Parteien nicht mehr durch die Konkurrenzsituation im eigenen Bereich trauen, sich die jeweiligen Platzhirschen nicht mehr in die Mitte zu rücken, weil sie Angst haben, dass sie dadurch die Ränder stärken und zu viel abgeben. Und dadurch wird die, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es eine, immer noch eine sehr breite Mitte in Österreich gibt, aber sie wird nicht in der politischen Diskussion nicht dargestellt. Sie hat keine Kraft im Moment. Die Sozialdemokratie hat sich das lange Zeit gut leisten können, weil es eben keine Konkurrenz gab. In Österreich waren die Kommunisten immer eine Randerscheinung. Ja. Also das in Graz ist ein Sonderfall. Das hat sich die SPÖ bis zum Auftreten der Grünen, hat sie sowieso überhaupt keine Konkurrenz gehabt. Und da konnte sie leicht in die Mitte rücken, weil hinten nichts war. Ja. Und das hat sich jetzt geändert. Und da glaube ich, da muss sich die SPÖ überlegen, wie sie sich da aufstellt. Ja. Ich glaube, dass es einen großen Bedarf gibt von der Menschen, die sich in der politischen Mitte angesiedelt sehen, dass sie in der Politik vertreten werden. Ich glaube nicht, dass Menschen, überhaupt nicht die Österreicherinnen, aus meiner Erfahrung zu Radikalismen tendieren. Sie sind oft angefressen, grantig und so weiter, stärken dann irgendwelche Marktschreier. Aber so diese ganze Tradition auch der Sozialpartnerschaft, des Ausgleichs, des Miteinanderredens, das hat sich in Österreich nicht geändert. Aber dieses Feld wird leider im Moment von der Politik nicht bespielt oder zu wenig. Ja. Naja, jetzt haben wir fast eine sozialwissenschaftliche Analyse jetzt gemacht. Wir haben aber, wir müssen glaube ich auch diese Situation in den USA irgendwo ein bisschen beobachten. Ne? Und da schauen halt die Chancen für den Trump gegen jede Form der politischen Logik nicht so schlecht aus. Und immer die Frage gestellt, wie kann jemand mit diesen Auffassungen, mit dieser Biografie, mit diesen politischen Rucksäcken, die er da mitdruckt, Sturm auf das Kapitol etc., wie kann jemand sozusagen da in einer Entscheidung mitmischen? Und da war unlängst ein sehr spannender Artikel in der Zeit, der gesagt hat, dem gelingt es sozusagen, sich als Kämpfer gegen das Establishment zu inszenieren. Mhm. Und ist das auch etwas, was die politische Rechte in Europa betrifft, sozusagen, dass man versucht, Menschen zu gewinnen, die gegen die da oben, gegen das Establishment? Mhm. Ja, ich meine, das hat es ja immer gegeben, nur diese Anti-Establishment-Reflexe gibt es ja auch in Österreich. Die FPÖ hat ja lange Zeit auch darauf ihre Erfolge aufgebaut. Das Problem ist, Amerika ist ein bisschen eine andere Situation natürlich wie bei uns. Bei uns waren ja die Parteien, auch die Sozialdemokratie, die waren ja sehr groß und hatten viele, also wie ich angefangen habe, haben die beiden Parteien gemeinsam, ich glaube, also jedenfalls über 80% gehabt. Das war bei der Wahl 1986, da war die ÖVP, glaube ich, 40 oder 41 und die SPÖ 43, das waren fast 85% gemeinsam. Ja. Und dieses Schrumpfen, auch der Strukturen, in den Strukturen waren ja auch sehr viele Menschen in Österreich eingebunden. Mhm. Darf man nicht vergessen, in den Gewerkschaften, im Bauernbund. Das sind immer noch wichtige Institutionen, aber die Einbindung der Leute hat abgenommen. Die SPÖ und ÖVP im Moment, muss man davon ausgehen, dass sie gemeinsam nicht einmal mehr 50% haben werden bei der nächsten Wahl. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Potenzial frei geworden, wo einfach solche antipolitischen Reflexe, Anti-Establishment-Reflexe sich ausbreiten können. Das hängt natürlich auch mit der Mediensituation zusammen. Und das ist natürlich eine,
eine sehr große Gefahr. Die Sozialdemokratie besonders muss glaube ich immer noch da umlernen, wie erreiche ich die Menschen. Sie hat sich sehr lang darauf verlassen, dass sie ihre Leute quasi über ihre Strukturen erreicht, aber das funktioniert so nicht mehr. Und zu Trump zurück in Amerika spielt schon auch eine große Rolle diese White Supremacy Haltung, die also nichts anderes als Rassismus ist. Mhm. Also diese sozusagen die Befürchtungen des weißen Siedler Amerikas sozusagen nur mehr, dass sie in die Minderheit gegenüber Colored People geraten, weil in Amerika ja auch die mexikanischen Einwanderer als Colored People verstanden werden. Ja. Und das hat natürlich auch bei uns eine Parallele mit der ganzen Migrationsthematik. Aber ich würde schon sagen, dass man zum Glück die amerikanischen Verhältnisse nicht so ganz eins zu eins auf die europäischen umlegen kann, weil wir hier viel stärkere Institutionen haben als in den USA. Jetzt haben Sie über das vorher zitiert, sozusagen über Ihre Stationen im Medienwesen, die österreichische Innenpolitik sehr genau und intensiv beobachtet. Hat sich im Bild oder in der Wahrnehmung der Politiker in der Gesellschaft etwas verändert? Ich darf vielleicht ein Beispiel bringen. Ich habe unlängst eine Untersuchung gesehen, wo junge Menschen sozusagen gefragt wurden, wo eine Wertestudie, wo eine der Fragen war, wen möchten sie nicht als Nachbar haben? So 55% Schwerverbrecher, 52% Drogenabhängige, aber 17% sagen, sie wollen keinen Politiker als Nachbar haben. Also jeder Fünfte praktisch, Ja, also das hängt, glaube ich, schon stark mit der medialen Situation auch zusammen. Das muss ich da, glaube ich, sehr selbstkritisch, wenn ich mich jetzt als Teil des Medienkomplexes auftrete. Politik und Medien sind sich, sage ich jetzt einmal, in den 80er und 90er Jahren auf einer anderen Ebene begegnet. Das war etwas enger. Das hat aber schon, also heute wird das alles pauschal als quasi Verhaberungskultur pauschal kritisiert. Solche Sachen haben natürlich auch stattgefunden, aber unterm Strich, glaube ich, war es so, dass es ist sehr viel Information von der Politik an die Journalisten direkt geflossen, ohne Marketingapparate dazwischen. Ja. Und es hat dadurch auch, die Journalisten hatten näheren Einblick, wie Politik stattfindet, auf welche Sachen da eigentlich überall Rücksicht genommen wurde, wie Kompromisse zustande kamen. Und dadurch hat es auch ein gewisses Verständnis gegeben, auch für die Schwierigkeiten. Weil Politik ist ein absolut schwieriger Beruf. Ja. Also so habe ich das jedenfalls erlebt. Der Journalisten ist auch nicht einfach. Aber Politiker zu sein und vor allem in der Bundesregierung, also in der Großen Koalition, habe ich ja über weite Strecken große Koalitionen da begleitet, war das wirklich tatsächlich nicht einfach, auch mit dieser rechtspopulistischen Auseinandersetzung da mit der FPÖ. Das war wirklich eine schwierige Zeit, wo sich eben das Parteiensystem massiv in Bewegung geraten ist. Und ich glaube, dass das Politikerbild, das damals von den Medien gezeichnet wurde, etwas rücksichtsvoller war. Wir haben auch damals Skandale aufgedeckt und den Watchdog gegeben und so weiter. Aber es war nicht so marketinggetrieben, auf beiden Seiten nicht. Heute ist es so, dass ein riesiger Marketingapparat die Politik vor den Journalisten abschirmt und dass eigentlich ein direkter Kommunikationsfluss gar nicht mehr stattfindet. Ja. Das wird alles durch Marketing, eine Marketingindustrie durchgedreht und mit viel Geld. Also wir haben ja da auch Einblick durch die Schmidt-Chats, wie viel Aufwand da auch aufgewendet wird, um sozusagen die richtige Message dann in den Medien zu platzieren.
Das hat, ich habe aus manchen Gründen sogar Verständnis dafür, weil sich die Medienlandschaft auch stark geändert hat. Aber das Problem ist, dass man dann ein Politikerbild hat, das halt nicht mehr authentisch ist. Das sind Marketingfiguren, wo ein Idealbild gezeichnet wird, das es da nicht gibt. Und deswegen gibt es ja dann auch so oft dann die Enttäuschungen. Mhm. Also da gibt es dann die Heroes und dann gibt es die Bösewichter, die aber auch irgendwie halt die bösen Heroes sind. Ja. Also das ist alles zu einem Bühnenspiel ein bisschen geworden oder zu einem Film, aber das hat an Authentizität verloren. Mhm. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Medien, die in einem Existenzkampf sind, die sind auch nicht zimperlich. Ja. Ja? Da wird irrsinnig viel Selbstdarstellung betrieben, irrsinnig viel zugespitzt, differenzieren ist nicht mehr angesagt, ja. Es sind Missionare unterwegs in den sozialen Medien. Das glaube ich, tut der Politik insgesamt nicht gut. Wenn ich an die Bilder meiner Jugend zurückdenke, dann erinnere ich mich an Bruno Kreisky, der in einem Pulk von Journalisten gestanden ist und die sozusagen auch körperlich ganz nahe da waren, und das war irgendwie so der gelebte Dialog, ja. Und dann später kam die Kordel im Bundeskanzleramt, die sozusagen die Regierenden von den Berichterstattenden irgendwie getrennt hat. Ja, das war schon auch in der Symbolik sozusagen besonders. Ja. Aber ich wollte Sie fragen, wenn heute Publizistikstudentin oder Publizistikstudent zu Ihnen kommen würde und sagt, Frau Doktor, wie soll das Verhältnis zwischen Politiker und Journalist sein? Was würden Sie da antworten? Schwierig. Also, ich kann nur sagen, ich habe die wichtigste Vorlesung, die ich besucht habe, war Medienethik. Mhm. Und ich habe immer versucht, das Verhältnis so zu gestalten, dass ich mir bewusst war, welche Rolle ich einnehme und welche Rolle mein Gegenüber einnimmt. Und ich bin dazu da, Informationen zu transportieren und den Watchdog im Auftrag der Öffentlichkeit zu spielen. Politiker sind dazu da, das, was sie versprochen haben im Wahlkampf und wofür sie gewählt worden, sage ich jetzt einmal, umzusetzen. Ja, Ausgleich, also was einfach klingt und schwierig genug ist. Und ich habe immer versucht, wenn ich gesehen habe, dass die Politik sich bemüht, auf dem richtigen Weg zu sein, aber dass halt Schwierigkeiten da sind oder manches halt zu Recht sich dann anders dargestellt hat, als man vorher gesagt hat oder so, dann muss man das auch zugestehen. Mhm. Und ich glaube, man kann von einem Politiker und auch von einem Journalisten sollte man verlangen können, dass man das auch zugibt und dass man sagt, das hat sich geändert oder das habe ich mir anders vorgestellt oder ich habe mein Ziel nicht aufgegeben, aber das geht im Moment aus den und den Gründen nicht. Also ich finde, man sollte gegenseitig mehr Respekt haben, aber vor allem mehr Respekt vor dem Publikum. Was ich so schade finde an dieser Marketingmaschinerie, die ich früher skizziert habe, ist ja der mangelnde Respekt vor allem vor dem Publikum, weil ich habe immer gefunden, wenn ich da gerauft habe mit irgendwelchen Pressesprechern oder so, ich habe immer zu denen gesagt, ihr lügt ja nicht mich an, ihr lügt eure Wähler an. Ja. Es geht ja nicht um mich. Ja. Wenn ihr glaubt, weil die freuen sich oft, die haben sich oft gefreut, wenn sie mir irgendwas reindrückt haben, wo ich ihnen nicht gleich draufgekommen bin. Ja. Aber ich habe dann immer gesagt, ihr habt euren Lesern was reingedrückt und ich bin nicht sauer, weil ihr mir was Falsches oder ein Halbwahres geschafft habt, unterzujubeln, sondern weil ihr mich dazu benutzt habt, dass ich meinem Publikum dann was Redliches erzählt habe. Ja. Und das, glaube ich, stört mich massiv und das sollte eigentlich mehr im Fokus zwischen Medien und im Umgang zwischen Medien und Politik stehen, dass es ja da ums Publikum geht und dass das Publikum nicht so betrachtet wird, dass man Influencer ist, also dass man denen möglichst viele mit irgendeinem Schmäh bei Laune hält, sondern dass man den Respekt haben muss, dass es ein Anrecht auf faire Information gibt. Das ist aber, was Sie jetzt gesagt haben, ist natürlich sehr theoretisch, weil Sie waren immer eine oder sind immer eine so gut informierte Journalistin, dass man Ihnen kaum was reindrucken konnte. Ja, so vielleicht ist sogar ein bisschen passiert. Gefürchtet da und dort. Ja. Ich wollte zum Abschluss Sie noch fragen,
Journalismus in Österreich, Journalismus in Europa, wenn man sich die Medienprodukte in Europa anschaut, in Österreich, wie ist denn da die Lage des österreichischen Journalismus so im internationalen Konzert? Also die Lage der Journalisten ist leider sehr, sehr eng verknüpft mit der Lage der Verlage. Mhm. Und den Verlagen geht es ja gar nicht gut. Mhm. Ist auch eine unumkehrbare Entwicklung, mhm. zumindest auf absehbare Zeit, also es passiert irgendein Wunder. Mhm. Dieses Modell hat sich ökonomisch überlebt. Mhm. Es werden wenige Verlage übrig bleiben. Österreich ist besonders hat immer schon eine schwierige Situation gehabt, weil es klein ist, mhm. Weil wir auch wenig Markenindustrie haben. Also das hat einige also werbeintensive Industrie haben. Mhm. Wir haben ja Grundstoff und Maschinenbau und so weiter. Mhm. Also es ist sehr, sehr schwierig und das Ach und Weh der Journalisten hängt natürlich damit zusammen, wie potent die Geldgeber sind, die ihre Gehälter bezahlen. Mhm. Jetzt ist in dieser Tage im Falter ein toller Artikel erschienen über diese Plattform Korrektiv, die das rechtsradikalen Treffen in Potsdam aufgedeckt hat. Ja. Das ist ein gemeinnütziges Projekt. Ja. Und der Falter hat geschrieben, das wird der Zukunft des Journalismus sein. Mhm. Also wir werden möglicherweise müssen Erfolgshilfe für Informationen gründen, weil Journalismus sich nicht mehr finanziert. Mhm. Und und dadurch kommt er natürlich auch unter Druck, was man sieht. Mhm. Dadurch sind ja viele Verlage jetzt so, sagen wir mal, mein Ex-Verlag so politisch abgedriftet, weil man weil die Abhängigkeiten steigen. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Entwicklung. Und ich hoffe, oder auch da kann man wieder nur mit Bildung gegensteuern, man wird diese Lücke schwer füllen können. Also man braucht Journalismus, aber wenn es keine Journalisten mehr gibt, dann muss man, glaube ich, die Menschen befähigen, dass sie selber wie Journalisten denken, wenn sie mit Informationen oder mit Inhalten konfrontiert sind. Insgesamt ist jedenfalls die Zivilgesellschaft gefordert. Richtig, ne? Ja. Man muss achten, was sind die Quellen, wer sagt was, welche. Man muss auch Respekt haben selber, wenn man auf den sozialen Medien was postet, in dem Sinn, was ich vorher gesagt habe, ich soll keine Halbwahrheiten verbreiten. Ja. Man auch die Wortwahl natürlich, also das ist, auch wenn es, wie soll man sagen, in den sozialen Medien sehr viel so gepostet wird, wie man spricht, aber es ist eigentlich, es ist eine formale Gesprächssituation, eine förmlichere Gesprächssituation, als wenn man mit dem Bruder daheim im Wohnzimmer sitzt und über irgendjemanden schimpft. Ja. Ja. Und diese Dinge muss man, glaube ich, also Ethik in der Kommunikation, das, glaube ich, ist eine ganz, ganz zentrale Geschichte, die auch in den Schulen eine große Rolle wird spielen müssen. Ganz zentrales Prinzip auch für die Gesellschaft, das ist ganz wichtig. Frau Kidney, danke einmal sehr herzlich. Zum Schluss vielleicht noch eine kurze Frage. Sie beobachten die österreichische Politik, Sie beobachten die internationale Politik, im Fernsehen, in Medien präsent, immer best informiert, aber gibt es etwas, was Sie tun, sozusagen, um Energie zu sammeln außerhalb der Berichterstattung und des Journalismus? Ich habe eine große Familie, in Kärnten noch, und ich kümmere mich sehr viel um diese Familie, bin ich sehr viel und ich bin jetzt auch wieder viel in Kärnten und das mache ich sehr gerne, und ich lese natürlich auch, ich lese viel und reise viel. Das ist gut. Vielen herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit und alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Alles Gute.